Sie werden jetzt Geduld haben, mir zuhören und mich 2 Minuten lang nicht unterbrechen. Aber ich bitte Sie, meine Rede unzensiert wiederzugeben. Können Sie das tun? Haben Sie die Macht, etwas ohne Ausschneiden wiederzugeben? Ja. In Europa befinden sich taktische Atomwaffen der Vereinigten Staaten. Das sollten wir nicht vergessen. Was bedeutet das? Habt ihr Deutschland besetzt oder habt ihr die Besatzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgegeben, sondern nur die Besatzungstruppen in NATO-Truppen umgewandelt? Man kann das auch so sehen. Wir sprechen doch nicht darüber. Doch wenn wir die Truppen auf unserem Territorium an der Grenze zum anderen Land stationieren, ist das Ihrer Meinung nach ein Verbrechen? Unsere Partner zum Beispiel in den Vereinigten Staaten leugnen nicht, dass sie diejenigen unterstützt haben, die gegen Präsident Janukowitsch waren. Einige von ihnen haben zugegeben, sie hätten mehrere Milliarden gegeben. Glauben Sie, dass die Vereinigten Staaten etwas mit dem Sturz von Viktor Janukowitsch zu tun hatten, als er gezwungen war, nach Russland zu fliehen? Das weiß ich ganz genau. Und woher wissen Sie das? Ganz einfach. Weil wir mit den Menschen, die in der Ukraine leben, 1000 Kontakte und 1000 Verbindungen haben. Und wir wissen, wer sich wann und wo getroffen hat, um mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Janukowitsch gestürzt haben. Wie sie unterstützt wurden, wie hoch ihre Bezahlung war, wie sie ausgebildet wurden, in welchen Gebieten und in welchen Ländern die Ausbildung stattfand und wer diese Ausbilder waren. Wir wissen alles. Unsere amerikanischen Partner verheimlichen es ja auch nicht mehr. Sie sagen direkt, ja, wir haben unterstützt, vorbereitet, Geld ausgegeben. Sie nennen große Summen, bis zu 5 Milliarden. Deswegen hier gibt es auch kein Geheimnis. Das wird von niemandem bestritten. Respektieren Sie die Souveränität der Ukraine? Natürlich tun wir das, aber wir möchten, dass alle Länder die Souveränität anderer Länder, einschließlich der Ukraine, respektieren. Und die Souveränität zu respektieren, bedeutet keine Staatsstreiche, verfassungswidrigen Handlungen und unrechtmäßigen Umstürze der legitimen Behörden zuzulassen. Das darf auf keinen Fall zugelassen werden. Wir sprechen hier alle über die Notwendigkeit der Konvergenz, über die Notwendigkeit der Integration in der Wirtschaft, im politischen Bereich. Die baltischen Länder. Ich habe bereits erwähnt, dass wir in der Sowjetunion eine gemeinsame Energieversorgung, ein gemeinsames Energiesystem hatten. Die baltischen Länder waren natürlich Teil des gemeinsamen Machtsystems der Sowjetunion. Jetzt reden alle von der Konvergenz zwischen Russland und der Europäischen Union und die wird auch umgesetzt. Wie sieht es in der Praxis aus? Nun, es ist geplant, die baltischen Staaten aus dem gemeinsamen Energieversorgungssystem der ehemaligen Sowjetunion zu lösen und in das europäische System einzubeziehen. Für uns bedeutet das einfach, dass wir in der Praxis bedeutet das, dass es Gebiete zwischen unseren Regionen und der Russischen Föderation gibt, in denen wir keine Übertragungsleitungen haben werden. Weil es vorher eine Schleife durch die baltischen Länder gab. Und jetzt sind wir gezwungen, dieses System neu aufbauen, indem wir Milliarden für Milliarden von Dollar ausgeben. Genauso wie unsere europäischen Partner Milliarden von Dollar aufwenden müssen, um die baltischen Staaten in ihren Energiering aufzunehmen. Wozu? Wenn wir wirklich nicht nur leere Gespräche führen, sondern in der Tat zusammenarbeiten und uns integrieren wollen. Warum tun wir das alles? Und es geschieht auf so vielen Arten. Sie sagen das eine, tun aber etwas anderes. Ich gehe aber davon aus, dass bei einem Wachstumsproblem letztlich immer noch der gesunde Menschenverstand siegen wird. Wenn nicht hier, dann in anderen Bereichen. Und wir alle haben ein Interesse daran, uns offen und ohne Vorurteile zu entwickeln. Die baltischen Staaten in erster Linie, und für sie ist das sogar noch wichtiger als für Russland selbst. Schauen wir uns doch mal zum Beispiel Litauen an. Wissen Sie, wie viele Menschen zu Zeiten der Sowjetunion dort lebten? 3.400.000 Menschen. Ein kleines Land, eine kleine Republik. Und jetzt? Ich habe mir die neuesten Informationen angeschaut. 1.400.000. Wo sind die Menschen?
Ja, in diesem Land. Mehr als die Hälfte der Bürger hat das Land verlassen. Können Sie sich vorstellen, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner die Vereinigten Staaten verlassen würde? Eine Katastrophe. Ich habe tatsächlich gesagt, dass ich den Zusammenbruch der Sowjetunion für eine große Tragödie des 20. Jahrhunderts halte. Wissen Sie warum? Vor allem, weil über eine Nacht landeten außerhalb der Grenzen der Russischen Föderation 25 Millionen Russen. Sie haben in einem einzigen Staat gelebt. Traditionell wurde die Sowjetunion Sowjetrussland genannt, aber sie war auch Großrussland. Dann brach die Sowjetunion im Grunde über Nacht zusammen. Wirklich, in einer Nacht. Richtig? Und es stellte sich heraus, dass in den ehemaligen Sowjetrepubliken Menschen leben, russische Menschen, in der Summe von 25 Millionen. Sie lebten in einem Land und befanden sich plötzlich im Ausland. Können Sie sich die Probleme vorstellen? Alltägliche Fragen, Trennungen von Familien, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme. Ich kann sie einfach nicht aufzählen. Halten Sie es für normal, dass 25 Millionen Russen plötzlich im Ausland aufgewacht sind? Die Russen sind heute die größte gespaltene Nation der Welt. Ist das nicht ein Problem? Für Sie nicht, für mich schon. Sie waren der Präsident, der Premierminister und wieder der Präsident. Wie lange wollen Sie an der Macht bleiben? Und was wollen Sie hinterlassen? Das ist die erste Frage. Wie lange hängt von zwei Dingen ab? Das erste ist bedingungslos. Es gibt Regeln, die in der Verfassung festgehalten sind, und die werden von mir sicherlich nicht gebrochen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich die verfassungsmäßigen Rechte in vollem Umfang in Anspruch nehmen sollte. Das hängt von der konkreten Situation im Land, in der Welt und von meinen eigenen Gefühlen ab. Und was für ein Russland würden Sie gerne hinterlassen? Russland sollte effizient und wettbewerbsfähig sein, mit einer stabilen Wirtschaft und einem gut entwickelten politischen und sozialen System, das flexibel auf Veränderungen innerhalb des Landes und in der Umgebung reagieren kann. Und soll es die wichtigste Rolle in der Welt spielen. Es sollte wettbewerbsfähig sein, wie ich schon sagte. Es sollte in der Lage sein, seine Interessen zu schützen und Einfluss auf die Prozesse zu nehmen, die für ihn wichtig sind. Viele sagen, dass sie eine allmächtige Person seien. Dass sie alles bekommen können, was sie wollen. Was wollen sie also? Sagen Sie Amerika und der Welt, was Wladimir Putin will. Ich möchte, dass Russland so ist, wie ich es jetzt beschrieben habe. Das ist mein wichtigster Wunsch, dass die Menschen hier glücklich sind. Und dass unsere Partner in der ganzen Welt danach streben, Beziehungen zu Russland aufzubauen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr. Es war mir ein Vergnügen.